Mein Name ist Winfried Nachtigall, ich komme vom Förderverein der Vogelschutzwarte in der Schweiz. Ich bin die Madeleine Schimkat. Ich bin Mitarbeiterin im Förderverein Sächsische Vogelschutzwarte in Neschwitz und bin dort seit jetzt 3 Jahren Mitarbeiterin im Rotmilan-Projekt. Meine Aufgabe ist vor allen Dingen die Beratung. Ich bin Josephine Thomann, bin hier angestellt als Herdenmanagerin und verantwortlich für die Tierproduktion. Der Rotmilan ist ein Greifvogel. Er ist ein wunderschöner Greifvogel und ist die einzige deutsche Brutvogelart, von der 50-60%, je nachdem wie die aktuellen Schätzungen sind, des Brutbestandes ausschließlich in Deutschland ist. Er hat 1 bis 4 Junge und ernährt sich von Kleinsäugern, Singvögeln und aber auch einer ganzen Reihe von Wirbellosen, Regenwürmern, Käfern, alles was er irgendwo finden kann. Der Rotmilan ist ja eine Offenlandart, ist also ganz eng an die Kulturlandschaften, auch an die genutzte Kulturlandschaft gebunden. Das heißt, er braucht die Landbewirtschaftung richtig, aber er braucht eben eine bestimmte Art, um Nahrung zu holen. In den letzten 25 Jahren hatte der Rotmilan in Deutschland insgesamt eine negative Bestandsentwicklung. Das Hauptproblem ja für den Rotmilan ist, dass er an die Nahrung nicht rankommt auf den Flächen. Die sind entweder zu groß, dass er nichts findet, und ist eben zu hoch gewachsen. Wenn wir also hier an diesem Roggenfeld stehen, dann können wir das ganz genau beobachten. Die Kulturen sind sehr hoch gewachsen und in diesen Kulturen gibt es zwar Kleinsäuger, aber der Rotmilan kommt an diese Kleinsäuger, an die Nahrung schlichtweg nicht heran. Die Veränderung des Brutbestandes war der Anlass, dem Rotmilan helfen zu wollen. Deswegen gibt es das Projekt Rotmilan Land zum Leben. Ziel des Projektes ist, die Bedingungen für den Rotmilan zu verbessern. Wir wollen dem Rotmilan wieder zu mehr Jungvögeln verhelfen und den Bestand stabilisieren. Also hier haben wir jetzt wirklich 3 Jungvögel. Das ist sehr gut. Gerade dieses Jahr haben wir das eher weniger gehabt. Und im Durchschnitt sind es eigentlich nur 2. Also 3 haben wir hier wirklich ein gutes Ergebnis. Also wir haben insgesamt 9 Praxispartner in 7 Bundesländern. Und das ist auch das Schöne an diesem Projekt. Das ist ein Verbundprojekt, wo also verschiedene Regionen zusammenarbeiten. Und wir wollen also in diesem Projektregion die Landnutzer, Landwirte, Waldbesitzer informieren, beraten. Bei der Beratung ist es erstmal wichtig, dass man mit dem Betrieb zusammen die Struktur vom Betrieb anguckt und schaut, was sind überhaupt für Flächen da, was sind das für Böden, damit man gucken kann, welche Maßnahme ist überhaupt geeignet. Agrarumweltmaßnahmen sind konkret konzipierte Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen in den einzelnen Ländern, die aber von der EU kofinanziert werden, um einen Rotmilanschutz zu betreiben. Dabei ist es wichtig, dass sie gut umsetzbar sind, gut konzipiert sind und dass sie auch zum Betriebsablauf passen. Insgesamt ist das Spektrum aber sehr groß von dem, was man machen kann als Betrieb. Also von beispielsweise dem Anbau von speziellen Kulturen zur Einrichtung von einzelnen kleinen Teilbrachen oder auch Teilflächenbewirtschaftung, wie gerade bei der Maat, kann man da also wirklich aus einem großen Maßnahmenspektrum wählen. Um dem Rotmilan zu helfen, führen wir bei uns eine Staffelmaat durch. Das heißt, dass verschiedene Teile einer Fläche über einen längeren Zeitraum geschnitten werden, um so dem Rotmilan einfach zu helfen. Man kann mit Landwirten zum Beispiel auch wirklich freiwillige Maßnahmen machen, beispielsweise bei kleinen Sachen. Die machen Betriebe auch sehr gern unentgeltlich mit. Wenn es aber wirklich um Maßnahmen geht, die konkret angelegt werden, die Aufwand bedeuten, da muss einfach auch eine Finanzierung dahinter stehen. Leider gibt es solche für den Rotmilan geeigneten Agrarumweltmaßnahmen nicht in jedem Bundesland. Es muss ja nicht der ganze Betrieb umgestellt werden. Wenn jeder Betrieb ein bisschen was dazu beisteuert, dann wäre das ja schon eine Gewinnsituation für alle. Und mit diesen richtigen Maßnahmen, die wir zusammen mit engagierten Landwirten umsetzen, erreichen wir mehr Land zum Leben für den Rotmilan.